Übung 1b. Wir haben 5 Europäer und Europäerinnen nach Osterbräuchen in ihrem Land gefragt. Viele Leute in Italien machen mit der Familie oder mit Freunden am Sonntag einen Ausflug. Beim Picknick essen wir die Ostertorte. Das ist ein salziger Kuchen mit Spinat und gekochten Eiern. Bei uns in Bern kommen am Ostersonntag alle auf den Marktplatz und schlagen ihre bunten Eier zusammen. Das Ei, das nicht kaputt geht, gewinnt. Bei uns in Tschechien färben und bemalen die Mädchen und Frauen die Ostereier. Am Ostermontag gehen die Männer auf dem Land von Haus zu Haus und singen Osterlieder. In Griechenland feiern wir Ostern eine Woche später als in Deutschland. Am Freitag feiern wir eine Messe. Alle bringen weiße Kerzen mit. Am Sonntag haben wir eine Familienfeier und wir essen Lamm. Bei uns in Huelva gibt es in der Heiligen Woche Prozessionen mit prächtig geschmückten Figuren. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Alle machen mit.